Das ist Franz Kupka. Er ist taubblind. Gleich wird er aufwachen. Um zu wissen, wie spät es ist, ertastet er die Zeiger seiner Spezialarmbanduhr für Blinde. Hier sehen wir ihn bei seinem morgendlichen Rasierritual. Auch das Frühstück bereitet er selbstständig zu. Hier macht er gerade Kaffee für sich und seine Freundin Monika. Auch an diesem Morgen treffen sich beide zum Frühstück. Sie verständigen sich mit taktilen Gebärden, das heißt mit abgefühlten Gebärden. Hast du gut geschlafen? Heute ist ein wunderschöner Tag. Wir könnten raus und mit dem Hund spazieren gehen. Franz Kupka hat einen speziell ausgestatteten Computer. Mittels einer angeschlossenen Braillezeile kann er Informationen im Internet lesen. Interview mit Franz Kupka und Monika Winter. Ist das Internet für Sie vollständig barrierefrei? Also das Internet ist nicht 100% barrierefrei. Manchmal brauche ich Hilfe. Bei Problemen oder wenn irgendetwas nicht klappt, dann muss ich Hilfe holen. Hier schreibt Franz Kupka eine E-Mail. Er tippt auf der Tastatur mit perfektem 10-Fingersystem. Auch Bücher in Brailleschrift liest Franz Kupka. Für Hundekuchen legt sein Hund die Pfote auf Franz Kupkas Bein. Kommunikation zwischen einem Taubblinden und einem Gehörlosen mittels eines technischen Gerätes. Barrierefreie Kommunikation zwischen ihnen ist folgendermaßen möglich. Der Taubblinde liest an seinem Gerät den Text in der Braillezeile, während der Gehörlose im anderen Gerät den Text eintippt. Die Antwort des Taubblinden kann er wiederum im Display lesen. Hier zum Beispiel fragt der Gehörlose, wo man dieses Hilfsmittel kaufen kann.
Beide einigen sich darauf, ihr Gespräch nun mit taktilen Gebärden weiterzuführen. Die Firma heißt High Technic und sie hat ihren Sitz in Straubing. Was kostet dieses Kommunikationsgerät? Tja, was würden Sie schätzen? Ich schätze 5.000 Euro. Nein, es kostet 7.000 Euro. Mussten Sie das selbst finanzieren? Nein, das hat die Krankenkasse übernommen. Hat die Krankenkasse das denn ohne Probleme bezahlt? Gab es nicht den üblichen Papierkrieg mit vielen Anträgen und Schwierigkeiten? Zuerst musste ich an Sie einen Kostenvoranschlag schicken. Zusätzlich war ein Antrag für dieses spezielle Hilfsmittel notwendig. Auch eine ärztliche Verordnung musste ich beilegen. Diese Verordnung kann der Augenarzt oder auch der Hausarzt ausstellen. Die Krankenkasse schickte mir dann einen Brief mit 4 Fragen. Diese waren schwierig zu beantworten, doch letztendlich bekam ich das Gerät bewilligt. Bekommen alle Taubblinden so ein Kommunikationsgerät? Also ein Teilnehmer meiner Taubblindengruppe hat es auch beantragt, er wartet aber bis jetzt noch auf eine Antwort. Andere haben so etwas nicht. Von den Blindtauben ist mir nichts bekannt. Der Taubblindentreff in München findet einmal im Monat statt. Jeder Taubblinde hat einen Assistenten, der alles für ihn übersetzt. Dieses geschieht durch das sogenannte Lawman mit dem Lawm-Alphabet. Dabei werden die Buchstaben einzeln in die Innenfläche der Hand getippt. Mittels Fingeralphabet wird das Lawm-Alphabet erklärt und geübt. Herz. Hier ist Herr Marz, der Taubblindenbeauftragte des Landesverbands der Gehörlosen Bayern. Für Franz Kupka wird alles in taktile Gebärden übersetzt. Und hier übersetzt eine stark sehbehinderte Frau in Gebärdensprache für einen Herrn. Dieser kann nur noch aus sehr geringer Entfernung etwas sehen. Die meisten Taubblinden verständigen sich durch Lawmen. Man erkennt also, dass verschiedene Kommunikationsformen möglich sind. Es klingelt an der Haustür. Wie merkt das ein Taubblinder? Für Gehörlose gibt es die Lichtklingel, für Taubblinde ein vibrierendes Gerät. Franz Kupka trägt es in der Hemdtasche. Hier geht er mit Hilfe seines Blindenstocks spazieren. Gibt es genug Lawm-Dolmetscher? Für Lawm-Dolmetscher gibt es derzeit noch keine Ausbildung. Studentinnen übernehmen überwiegend das Lawmen. Für Gebärdensprachdolmetscher dagegen gibt es eine anerkannte Ausbildung. Herr Kupka, Sie bekommen doch Blindengeld. Reicht das zum Leben? Oh nein, das Blindengeld allein reicht nicht zum Leben. Dank der Unterstützung meiner Freundin geht es mir aber gut. Ich bin Mona sehr dankbar. Sie hilft mir im Privatleben sehr. Sie macht auch viel für mich bei der Taubblindengruppe.
Taubblinde erhalten Blindengeld und Betreuungsgeld. Doch Blinde und Taubblinde haben unterschiedliche Bedürfnisse. Blinde können hören und haben mehr Möglichkeiten im Berufsleben. Taubblinde dagegen haben leider keine Berufsmöglichkeiten. Wir Taubblinde brauchen Assistenz. Wir benötigen Lorm-Dolmetscher und Fahrdienste. Dafür reicht das Blinden- und das Betreuungsgeld überhaupt nicht. Möchten Sie einen Blindenhund haben? Also, ich bin ja sehr tierlieb. Aber da ich alleine lebe, möchte und kann ich keinen Hund haben. Ja, es ist nicht so einfach für Taubblinde, einen Hund zu halten. Sie können den Hund ja nicht hören und auch nicht sehen. Wenn ein fremder Hund kommt und ihn vielleicht beißt, was dann? Wo gibt es Probleme in Ihrem Leben als Taubblinder? Ich lebe allein. Für das, was ich nicht selbstständig schaffe, brauche ich Hilfe. Beim Einkaufen zum Beispiel brauche ich eine Begleitung. Bei Arztbesuchen benötige ich einen Lorm-Dolmetscher. Diesen brauche ich natürlich auch für verschiedene andere Situationen. Außerdem ist eine Assistenz im Haushalt notwendig. Und bei Computerproblemen bin ich natürlich auch auf Hilfe angewiesen. Es wäre schön, wenn es für Veranstaltungen im Gehörlosenzentrum einen Fahrdienst gäbe. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Eine Assistenz für mein Alltagsleben. Und Lorm-Dolmetscher, wie schon gesagt, für Arztbesuche. Reichen die technischen Hilfsmittel für Ihre Bedürfnisse aus? Nein, wenn ich ein handgeschriebenes Fax erhalte, kann das der Scanner nicht lesen. Er kann nur Computerschrift lesen. Auch die Schrift einer alten Schreibmaschine ist nicht entzifferbar. Manche Faxe kann ich also nicht lesen. Welche Kommunikationsform bevorzugen Sie? Gebärdensprache, taktile Gebärden oder Lormen? Ich kann leider die Gebärdensprache nicht sehen. Lormen ist sehr anstrengend. Es benötigt auch sehr viel Zeit. Die Gebärdensprache geht viel schneller als das Lormen. Franz und ich benutzen taktile Gebärden. Ich bin ja mit der Gebärdensprache aufgewachsen. Früher gab es das Fingeralphabet nicht. In Holland aber gibt es sogar eine Kommunikationsform, bei der man es ertastet.